Wer sind diese Leute? Wulfus U-Bahn-Wächter. Hey, das ist mein Platz. Findest du, dass Rufus' Aktion, die U-Bahn zu übernehmen, richtig oder falsch war? Lass uns auf den nächsten Zug warten. Du kannst es nutzen, um deinen Platz zu bewachen. Unser Zug ist da. Mal sehen, wie der Schatz des Aliens Wufu helfen kann. Kämpfe nicht in der Öffentlichkeit um den Platz, Wufu. Papa, hier drüben. Wenn wir wüssten, wie wir uns gegenseitig höflich unsere Plätze überlassen, gäbe es keinen Ärger. Was ist denn los? Nein, das ist mein Papa. Wufu! Die U-Bahn ist ein öffentliches Verkehrsmittel. Du solltest die Sitze nicht reservieren. Es tut mir leid, dass ich Ärger gemacht habe. Oh, was ist mit Schweinchens Nase passiert? Schweinchen hat eine lange Nase. Wer hat meinen ganzen Kuchen gegessen? Nein! Komm her! Nein! Schau mich nicht an! Bestimmt nicht ich! Moment mal, Piggys Mund ist offensichtlich voller Krümel. Piggy, wenn du weiter so lügst, wird deine Nase so lang wie Pinocchios Nase. Auf keinen Fall! Piggy, hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Nein, das habe ich. Ich wollte sie nur überprüfen. Oh mein Gott. Piggys Nase wird länger und länger. Und seht, wie viel Ärger diese Nase Piggy macht. Was ist los, Piggy? Entschuldige, ich habe nur einen Scherz gemacht. Es ist nicht gut zu lügen. Wenn du weiter lügst, glauben dir die Menschen nicht mehr, selbst wenn du die Wahrheit sagst. Ha ha ha!
Piggy, hast du meinen Kuchen gegessen? Nein! Du hast letztes Mal gelogen. Also werde ich dir dieses Mal auch nicht glauben. Ja. Hast du gesehen, welche Folgen Lügen haben können? Verstanden. Ich werde nicht mehr lügen. Geheimes Zimmer im Krankenhaus. Oh, Panda musste sich nur ein Bein verbinden lassen. Hallo! Aber zum Glück hat Panda dieses Mal noch Freunde an seiner Seite. Jungs, lasst uns Volleyball spielen. Du kannst mit dem gebrochenen Bein nicht Volleyball spielen. Leider muss sich Panda ruhig halten. Wulfu, ich weiß einen Ort, wo wir spielen können. Hey! Wow! Dieser Ort ist so cool! Wow, Mollys Idee ist mutig. Gute Nacht, mein Schatz. Hey, ich will mitmachen. Ich glaube, du solltest einfach hier bleiben. Oh nein, Wulfu und Molly sorgen dafür, dass Panda nicht zur Ruhe kommt. Was ist los, Panda? Mir geht es gut. Hey, Leute! Die Patienten brauchen einen ruhigen Ort. Deshalb musst du im Krankenhaus still sein. Es tut uns leid. Ja! Der erste Tag an der Militärschule. Sagt mir, Kinder, was ist das Wichtigste, um eine gute Gruppe zu bilden? Ich! Speer! Planung! Stärke! Nahrung! Schaut! Soldaten, nehmt ihn gefangen! Los geht's! Mal sehen, werden die Kindersoldaten gewinnen? Hey! Das Wichtigste bei der Teamarbeit ist Einigkeit. Ja, sehr.
Lasst uns einander helfen. Okay. Jetzt ist es an der Zeit, einen sorgfältigen Plan zu machen. Und das machen wir gemeinsam. Hier entlang. Oh, alle sind müde. Dank Pandos Essen sind alle vier Soldaten voller Energie und bereit zu kämpfen. Los geht's! Auftrag erfüllt! Ihr seht, Einigkeit macht stark. Oh, ist das ein Hai? Lucys frecher Streich. Es ist sicher. Was wird Lucy angesichts dieses Ärgernisses tun? Ausgeflippt, weil Lucy einen Streich gespielt hat. Küstenwache, helft uns! Du solltest sie nicht so veräppeln. Ich will nur, dass sie aufhören, sich mit uns anzulegen. Wenn dieser riesige Hai echt ist, wirst du berühmt werden. Toll! Jetzt gibt es noch mehr von ihnen. Ich werde sie aufhalten. Hai-Alarm! Riesen-Hai-Alarm! Wir sind berühmt! Die Dinge werden komplizierter. Oh nein! Halt! Es tut mir leid, dass ich den Streich gespielt habe. Ich wollte nur in Ruhe spielen. Es tut uns leid. Wir wollten dich nicht ärgern. Lass uns zusammen spielen. Kinder, denkt daran. Wenn ihr zusammen Spaß habt, stört die anderen nicht. Reiches gegen armes Restaurant. Ich habe Hunger, Mami. Wir können schnell etwas essen, bevor Papa von der Arbeit kommt. Wow, Bufos Mutter hat so viele Fans.
Bufus Esstisch mit seiner Mutter ist auch richtig gut. Bestell nicht zu viel, du wirst nicht aufessen können. Ich gehe ganz schnell auf die Toilette. Hier wählt Bufo eine Menge Gerichte aus, ohne von seiner Mutter daran erinnert zu werden. Du hast nur dieses Gericht bestellt. Ich habe noch nicht fertig bestellt. Oh mein Gott. Weil er bei Bufo angeben wollte, hat Wulfo vergessen, was Mami Wolf ihm gesagt hat. Mama! Du solltest kein Essen und Geld verschwenden, nur um anzugeben. Und du, mach dich nicht über andere lustig. Es tut uns leid. Habt ihr euch die heutige Lektion gemerkt? Stop! Der geheime Raum im Aufzug. Dieser Aufzug ist nur für Patienten. Wow! Geh nach Hause und ruh dich aus. Ich kümmere mich um ihn. Ja. Hast du schon den Fahrstuhl für die Patienten ausprobiert? Da kann man ein Bett reinstellen, wie in einem Zimmer. Noch nicht, aber es klingt lustig. Wow, Wulfo hat sich ein Krankenhauszimmer in einem Aufzug vorgestellt. Tada! Tada! Und dort können sie spielen und bequem essen. Lass uns dort ein Zimmer einrichten. Aber ist das eine gute Idee? Kannst du mich schieben? Was machst du da? Wir bringen das Bett zum Aufzug. Ihr könnt nicht in einem Aufzug spielen. Ihr wird nur für den Transport von Patienten benutzt. Nein. Wir wollen kein
Aufzugzimmer mehr haben. Denkt daran, das Krankenhaus ist kein Ort zum Spielen. Wulfu, der erste Tag in der Schule. Erster Tag in der Schule. Nun gut, heute ist der erste Schultag von Wulfu. Ich will nicht in die Schule gehen. Nein! Beeil dich und mach dich bereit, mein Sohn. Oh, Wulfu hat solche Angst, in die Schule zu gehen. Ich will zu Hause bei Mami bleiben. Du bist jetzt ein großer Junge. Es ist Zeit für die Schule. Was ist, wenn ich hungrig werde? Hör auf, Ausreden zu suchen, Wulfu. Komm schon, los geht's. Nein! Nein, ich will das nicht. Ich muss jetzt zu Hause bleiben. Ja! Wulfu feiert zu früh. Wulfu? Ich will nicht hier sein. Schau, Wulfu, die Freunde sind alle da und glücklich. Kommst du mit mir hinein? Unser Klassenzimmer ist voller Spaß. Wow, Wulfu mischt sich sehr schnell unter die Klassenkameraden. Zur Schule zu gehen ist wirklich toll. Ich kann es kaum erwarten. Was macht Wulfu? Bleib weg von meinem Papa. Du bleibst hier und spielst mit Wulfu, okay? Ich komme. Ich habe dieses tolle Spiel. Das habe ich schon längst fertig. Oh, dann warte auf mich. Oh nein, Papa Wolf ist gefallen. Schnell, hilf deinem Vater. Wulfu hat nur gespielt und nicht darauf geachtet, was Bufu gesagt hat. Ich werde dir helfen, Herr Wolf. Du hast gewonnen. Na also.
Also, Bufo und Papa Wolf haben Spaß daran, gemeinsam das Auto zu waschen. Es macht Spaß, mit dir das Auto zu waschen. Ich will auch helfen. Ich werde besser sein als du. Spiel an. Es sieht so aus, als würde es Wulfo schwerfallen, Papa beim Waschen des Autos zu helfen. Ich werde es dir zeigen. Sei vorsichtig. Es stellt sich heraus, dass es ein Streich von Wulfo war. Es ist nicht richtig, Bufo so einen Streich zu spielen. Ich war neidisch, weil er dir besser geholfen hat als ich. Wir können das Auto wieder waschen. Kinder, denkt daran, nicht eifersüchtig zu sein und nichts zu tun, was andere negativ beeinflusst. Ich werde nicht eifersüchtig sein und es wieder versauen. Gott, nach einem langen Arbeitstag war Papa Wolf völlig erschöpft. Baby Papa. Warum willst du ihn in ein Baby verwandeln? Er ist in letzter Zeit so beschäftigt. Er hat keine Zeit, sich auszuruhen. Wenn du ihn in ein Baby verwandelst, kann er sich ausruhen. Es stellt sich heraus, dass es so ist. Aber kann Wulfos Idee Papa Wolf wirklich helfen? Was hast du getan? Du kannst dich als Baby ausruhen. Ich habe viel zu tun. Ich kann nicht so bleiben. Oh nein. Jetzt war Papa Wolf gezwungen, eine Zeit lang das Baby zu sein. Wo sind deine Eltern? Wer hätte das gedacht, Wulfo? Ha, was soll ich jetzt tun? Lass mich dir helfen. Es scheint, dass Wulfos Idee, Papa in ein Baby zu verwandeln, nicht funktioniert hat. Im Gegenteil, es macht alles noch schlimmer. Ich weiß, dass du mir helfen willst, aber du musst es auf die richtige Weise tun. Mein Gott,
Was wird mit Wulfu passieren? Zombie, bleib weg! Eure Aufgabe ist es, die Requisiten für unser nächstes Stück vorzubereiten. Ja! Wulfu ist nur mit Spielen beschäftigt und achtet nicht auf seine Lehrerin und seine Freunde. Wulfu ist überhaupt nicht auf die Arbeit mit seinen Freunden konzentriert. Oh nein, all eure Vorbereitungen wurden ruiniert, weil Wulfu es nicht ernst meinte. Das Spiel ist vorbei. Ist ein Zombie hier? Du hast mich reingelegt. Das liegt daran, dass du uns nicht geholfen hast. Es tut mir so leid. Lass mich dieses Mal helfen. Wir sollten aufgeben, zu viel zu spielen. Es ist eine schlechte Angewohnheit. Erinnert euch. Wulfu, schau nicht auf andere herab. Pando, der Boden, den du geputzt hast, ist immer noch schmutzig. Wisch ihn nochmal. So fade. Wie kannst du es wagen, mir dieses schreckliche Gericht zu bringen? Bitte probier dieses Gericht. Oh, König Wulfu ist ständig unzufrieden mit dem Service seiner Diener. Eure Hoheit, heute werdet ihr gemeinsam mit dem Abgesandten des Nachbarlandes zu Abend essen. Du bist so nutzlos. Du kannst nicht einmal so eine einfache Sache. Ändere den Zeitplan für mich. Aber... Halt den Mund oder ich werde dich wegschicken. Oh nein, Wulfu ist so herrschsüchtig. Daraufhin waren Wulfus Diener alle sehr wütend und sind gegangen. Herr, der Abgesandte des Nachbarlandes kommt. Oh nein, wo ist der Butler? Du hilfst mir bei den Vorbereitungen. Nein, meine Aufgabe ist es, nur die Neuigkeiten zu berichten. Und was wird König Wulfu jetzt tun?
Seht mal, Kinder. Wulfu hechelt, nachdem er sich um alles alleine gekümmert hat. Das Essen ist kalt geworden. Ich muss es wieder aufwärmen. Oh nein! Ihr seid so unaufmerksam. Ich will kein Bündnis mit euch eingehen. Denkt daran, Kinder. Schaut nie auf andere Leute herab. Oh, wie konnten Wulfu und seine Freunde nur so verletzt werden? Vier Elemente gingen ins Krankenhaus. Lasst uns das Monster besiegen und alle beschützen. Aber wer ist das Monster? Papa! Papa, spiel das Elementspiel mit uns. Nein, er spielt mit mir. Oh nein, was soll Papa Wolf jetzt tun? Wie wäre es, wenn wir eure beiden Spiele kombinieren? Dr. Lucy, es wird noch mehr Patienten für dich geben. Wow, ich bin so neugierig und weiß nicht, was Cats Idee ist. Das ist nicht in Ordnung. Die Elementargötter haben einen Gegenangriff gestartet. Danke, dass du uns gerettet hast. Tja, und so hatte Lucy die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Das Monster ist zu stark für uns, um es zu besiegen. Diese Medizin wird euch stärken, aber nur für kurze Zeit. Also nutzt eure Chance. Wo ist der Schlüssel von Lucys Koffer? Wow, heute werden die Familien eine lange Reise machen. Alle sehen so aufgeregt aus. Oh, diese Koffer sind verschlossen. Daddy, kannst du mir den Schlüssel für meinen Koffer geben? Oh, oh.
Entschuldige, es tut mir leid. Du hast meinen Schlüssel fallen lassen, also musst du mir jetzt helfen, meinen Koffer zu öffnen. Aber... Welche Farbe hat dein Schlüssel? Dein Kofferschlüssel ist rosa. Rosa! Hier ist der rosa Schlüssel. Nein, der ist orange. Rosa, orange. Oh, wer hat die richtige Antwort? Ihr liegt beide falsch. Ich bringe es euch bei. Ja! Rot. Rot. Ja. Rot. Ja. Rosa. Lucys Kleid ist rosa. Blau. Gelb. Banane ist gelb. Gut gemacht. Hurra. Blau. Gelb. Rosa. Rot. Hurra. Aber warte, wer bist du? Das ist meine Cousine Nancy. Das ist Lucy, meine Schwester. Bufos riesiger Rucksack. Ich bringe eine Menge Snacks mit. Hey! Oh. Lass deine alte Tasche aus dem Weg. Wow! Das könnte zu schwer für dich sein, Bufo. Das könnte viel zu schwer für dich sein, Bufo. Nee, das kann ich alleine tragen. Komm schon! Wie wird Bufos heutige Reise mit diesem Rucksack verlaufen? Lasst uns weitersehen. Dein Rucksack ist zu schwer. Oh, der Rucksack hat Bufo eine Menge Probleme bereitet. Wie kann Bufo Spaß haben? Ich kann diesen Rucksack nicht mehr tragen. Bufo, pass auf! Mein Gott! Du solltest Gegenstände wählen, die zu dir passen. Welche Lektion lernst du aus dem heutigen Video? Oh, wer ist das? Oh mein Gott, Wolfo! Zombie im Fernsehen. Jetzt bin ich dran. Nur noch ein paar Minuten. Die Wolfsgeschwister kämpfen wieder. Oh.
Welchen Unfug wird Wulfo als nächstes anstellen? Oh. Warum willst du in einen Fernseher einsteigen? Ich will die Welt darin erforschen. So fernsehen kann, wie er will, legt sich Wulfo mit Lucy an. Was passiert heute mit den Kanälen? Lucy! Wulfo hört immer noch nicht mit seinen Scherzen auf. Oh nein, hast du die Folgen von Wulfos Unfug gesehen? Passiert? Es ist alles meine Schuld. Streiche spielen ist nicht nett, Wulfo. Und vergiss nicht, den Fernseher zu teilen. Geschwister müssen sich immer lieben und einander gut behandeln, oder? Lucys erstes Spielzeughaus. Lasst uns gemeinsam Wulfos Kindheitserinnerungen anschauen. Sie will nicht mit mir spielen. Schaut, Lucy hat sich in dem Spielzeughaus verklemmt. Oh nein! Bring dieses Haus einfach weg. Sie mag Spielzeughäuser. Lass uns ein größeres bauen. Ja! Vielleicht ist dieses Spielzeughaus dem anderen zu ähnlich. Wir können ein großes Hotel bauen, das wir sie mögen. Ja! Wie werden sie ihre Idee wohl realisieren? Ich bin sehr gespannt. Lucy! Wow, Lucy liebt dieses Lego-Hotel. Für dich. Es ist so schön und gemütlich hier.
Prinzessin! Prinzessin Cat, Wulfo wird dich beschützen. Prinzessin! Lauf, Prinzessin! Die Monster greifen das Schloss an! Nein! Ich werde mit dir gehen! Oh! Wow. Wie werden Prinz Wulfo und Prinzessin Cat die Monster bekämpfen? Schnitt! Oh! Wir sind fertig mit dem Training. Lass uns eine Pause machen. In 30 Minuten auftritt! Ja! Es stellt sich heraus, dass die Kinder sich auf die Aufführung vorbereiten. Oh. Hallo, tut mir leid, ich bin zu spät. Oh. Oh nein, die Kostüme sind kaputt. Zeit. Wir können sie nicht reparieren. So schön. Hallo Leute. Ja. Was ist Wulfos Idee? Gruselig. Werden der Prinz und die Prinzessin gewinnen? Ja! Ja! Geh weg! Großartig! Mein Gott, um die Prinzessin zu retten, verwandelt sich Wulfo in ein Monster. Diese Zombies haben Angst vor Wasser? Hör auf damit! Dank der Intelligenz von Prinzessin Cat ist das Schloss sicher und alle sind wieder normal. Dämonenbraut gegen Engelsbraut. Ein Modenschau-Wettbewerb. Lasst uns gemeinsam mitmachen. Ja. Nun. Wird Cat in einem solchen Outfit an einem Wettbewerb teilnehmen? Was ist mit Panda? Oh, Pandas Apfelkostüm sieht so süß aus. Und was ist mit dir? Ich kann meinen neuen Anzug tragen. Dann werde ich das Brautkleid tragen. Wir können eine Modenschau für Braut und Bräutigam machen. Und der Modenschau-Wettbewerb ist endlich da. Nancy! Warum ziehst du dich so an wie ich? Du hast mich zuerst kopiert. Hört auf,
auf, Leute! Wir müssen einen Weg finden, die Outfits zu ändern. Wow, mal sehen, wie die kleinen Freunde die beiden Pärchenkostüme von Lucy und Wulfu, Piggy und Nancy verändern werden. Das Backen. So tollpatschig. Ob du gewinnen kannst? In dieser Runde müssen die Kandidaten um ihre Kochzutaten kämpfen. Ja, also, der heutige Wettbewerb sieht aus, als würde es sehr interessant werden. Oh nein, wie können wir nur gewinnen? Keine Sorge, Kleiner, wir machen das schon. Kinder, wenn ihr auf Schwierigkeiten stoßt, macht euch nicht zu viele Sorgen. Ah, schaut euch meinen Eierquirl an. Überlass das mir und gib Mehl in eine Schüssel. Wufu war zu siegessicher und voreilig. Deshalb sind die Ergebnisse nicht wie erwartet ausgefallen. Ich hätte nicht auf dich herabsehen sollen. Die beste Pizza des Königreichs. Die Bestellung des Königs. Die speziellste Pizza des Königreichs wird ihrem Besitzer eine riesige Belohnung einbringen. Mal sehen, was in der Geschichte heute interessant ist. Das wird dem König gefallen. Deine Pizza ist nichts Besonderes. Er wird meine sicher mehr mögen. Eine Pizza aus Geld und Gold? Oh mein Gott, auch eine Edelsteinpizza. Für welche Pizza wird sich der König entscheiden? Nein! Nein! Ich habe diese beiden gewählt.
Na also, sieh mal, die wunderbare Anziehungskraft der Pizza. Auf dieser Seite leidet König Panda mit zwei teuren Pizzen. Eure Majestät, bitte probiert meine Pizza. Deine Pizzen sind so schlecht, ich konnte sie nicht mal anbeißen. Siehst du das? Wer ist jetzt der Gewinner? Das ist die beste Pizza aller Zeiten. Wir hätten nicht auf Wulfos Pizza herabsehen sollen. Es ist unser Wulfo. Wassermelonenpizza oder Schokoladenpizza? Machst du damit Pizza? Mal sehen, was an Lucys Wassermelonenpizza so interessant ist. Naja, Lucy ist äußerst geschickt. Wollt ihr mal der Wassermelonenpizza probieren? Wartet! Ihr solltet meine probieren. Ist das der unwiderstehliche Reiz der Schokoladenpizza? Kannst du bitte mehr Pizza machen? Kannst du erraten, welche Maschine das ist? Wow, eine Pizzamaschine. Was hat Lucy vor zu tun? Eure beiden Ideen sind eine gute Kombination. Es tut mir leid, Kaspar.